Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Gornhub. Wir schauen uns jetzt den Fiat 605C an in der Version 1.0. Das Ganze kommt vom PBEN 978. Gibt es neben PC und Mac auch für PlayStation 4, Xbox One und findet ihr in der Kategorie Fahrzeuge und dann Kompakttraktoren. Wir haben das gute Stück Fiat 605C. 56 PS Leistung, 54 Liter Diesel, 13 km maximale Fahrtgeschwindigkeit für 19.000 in der Anschaffung, 990 im Leasing. Ihr könnt die Felgenfarbe von Fiat in Fiat OM in Terracotta. Schön, ja, kennt man ja. Grey und Black ändern. Ebenso könnt ihr die Hauptfarbe von Fiat, Fiat OM und in Terracotta ändern. Ja, dunkleres Braun nennt sich halt Terracotta, aber den Namen kennt man ja. Drei allgemeine Config-Blöcke, Konfiguration, Design und Motorausführung. Bei Konfiguration haben wir einmal Standard, dann haben wir 250 Kilo Frontgewicht, 450 Kilo Frontgewicht. Dann haben wir hinten Heckkraftheber. Ihr seht, normalerweise ist das dann eher so zum Ziehen. Jetzt haben wir dann halt so eine Art Dreipunktaufnahme hinten mit dran. Und das Ganze noch in Kombination mit 250 Kilo. Und 450 Kilo oder halt gar nichts. Design, Kabine oder keine Kabine. Und Motorausführung 605C oder 605C Super, heißt 56 oder 68 PS maximale Leistung. So, schauen wir uns das gute Stück in dem Falle an. Fiat haben wir dann einmal hier 605C Super. Ändert sich dann auch, wenn ihr es ändert. Ja, man sieht das Ganze, das C ist hier so ein bisschen, ne, seht ihr das hier, eigentlich geht das C ja weiter, zack, da war aber hart abcut hier, harter Schnitt im Diegel selber, ansonsten sehen die Diegels eigentlich soweit okay aus, ne, wir haben hier die Ketten, ganz klar, haben vorne Fiat draufstehen, leuchten, das festkonfigurierte Gewicht, wie gesagt, könnt ihr auch nicht abnehmen, die Kabine, sofern sie ausgewählt ist, hat sie auch Kollision in dem Falle hier mit dabei, das seht ihr, gegenüberliegende Seite hier das gleiche in grün. Dann haben wir einmal hinten noch hier Fiat bzw. 605C dastehen. Das ist, glaube ich, ein Kennzeichen. Ne, wenn auch nicht von Deutschland oder Co. Hinten jetzt dieser Kraftheber bzw. Dreipunktaufnahme mit dabei. Und hier hinten noch die zwei Arbeitsleuchten. Wenn wir uns den Innenbereich anschauen, sehen wir erstmal wunderbar. Wir steigen mit Animation ein. Schöne Sache. Wir haben natürlich kein Lenkrad, sondern wir haben diese Hebel hier, ne, weil wir halt Ketten haben. Ansonsten vorne halt alles auf analoger Basis. Spiegel gibt es in dem Fall ja auch nicht. Ja, für das schöne Modell. Sitz sieht eigentlich ganz angenehm aus. Ja, von daher, man kann da alles erkennen. Texturen sind wirklich soweit gut. Bis auf, wie gesagt, das kleine Diegel und da kann man auch drüber mal hinwegschwappen. Ne? Deswegen, Texturen, sehr gut, gefällt mir. Hören wir uns mal den Sound an. Ja, man hört ja schon mal, im Spiel gibt es ja in dem Falle keine Raupe in dem Sinne, deswegen gibt es ja logischerweise auch keinen Kettensound. Ja, hört sich gut an, muss man wirklich sagen, hört sich fast an wie selber aufgenommen, aber Qualität eigentlich ganz gut, inwiefern am Original schreibe ich dazu, wenn ich noch was dazu schreiben kann, aber prinzipiell hört sich das doch eigentlich sehr angenehm an. So, kommen wir mal zum Thema Funktionalität, ihr seht hier voraus animiert, da werden sämtlichste Hebel in die Hand genommen, wenn es ums Lenken geht. Mit den Beinen wird auch gearbeitet, unten hier das Ganze ist auch noch mit animiert, also schöne Sache. Ebenso sind die Armaturen vorne animiert, ihr seht das Ganze hier, na, wirklich was ablesen kann ich jetzt davon auch nicht, aber animiert sind sie auf jeden Fall. Schickes Ding. Ansonsten, wenn wir hier vorne das Ganze anmachen, ihr seht das Ganze, da leuchtet ab und zu noch mal ein bisschen was. Der Auspuff, der wackelt so schön vor sich hin, ne? Was ein bisschen unschön ist, ihr seht das Ganze hier, das während der Fahrt, die Abgase direkt einmal in die Kabine rein und hinten wieder rausgehen. Das stelle ich mir jetzt nicht so angenehm im Real Life vor. Aber ja, da ist es. Blinker, klicken haben wir mit da. Aber ihr hört, da ist nicht wirklich was dabei, weil diese Maschine hat halt einfach keine Blinker. Wenn ich das Licht anschalte, seht ihr hier, werden die Armaturen vorne noch mit beleuchtet. Normales Fahrtlicht und dann hier das vordere Arbeitslicht. Ne, hat separat noch mit einem Icon. Jo, einmal F, zweimal F, dreimal F. Das heißt, im Endeffekt mit Numpad 5 könnt ihr hinten das Arbeitslicht aktivieren, mit Numpad 6 könnt ihr vorne noch zusätzlich das Aufblendlicht aktivieren. Ihr seht allerdings, nur mit Numpad 6 ist zwar die Lichtquelle da, aber nicht in den Lichtern selber. Müsstet ihr dann halt so und so. Könnte man gegebenenfalls noch nachrüsten, wäre ganz nett. Entschuldigung, hören wir uns einmal die Hupe an. Nope, also kennt man ja soweit auch.
Gibt es irgendwelche Rumspielereien? Nun, Simple IC gibt es in dem Falle nicht. Wir haben aber linke Maustaste, da könnt ihr hier hinten, ne, das Ganze so ein bisschen nach links und rechts machen. Je nachdem, wie ihr es gerade mal braucht. Und ansonsten, nö. Thema Fahrphysik ist halt Kette, ne, oder Raupe in dem Falle. Das heißt, ne, ihr könnt euch auf der Stelle drehen. Ne, das ist alles möglich. Der Lenkeinschlag ist relativ direkt. Ihr seht das Ganze hier. Ich spiele aber auch mit Tastatur. Je nachdem, wie das mit Lenkrad ist, müsst ihr dann ausprobieren, falls ihr ein Lenkrad haben solltet. Ansonsten 13 km/h Max-Speed, so wie auch angegeben. Das haut soweit auch hin. Und dann machen wir mal hier wieder unseren kleinen Test mit dem Flug mit dran. Ja, um das Ganze halt zu testen. Wie gesagt, 13 km/h ist jetzt nicht schnell. Das sollte klar sein. Aber dafür gibt es halt auch nicht wirklich Probleme, was es Umkippen oder so angeht. Ne? Also das ist bei der Geschwindigkeit dann doch eher nicht da. Ja, Bordsteinkanten nimmt er, wie ihr seht, auch da kein Problem. Ne? Ist halt ziemlich angenehm. Muss man halt drauf stehen im Allgemeinen. Ne? A, auf die Geschwindigkeit, B, auf die Motorsounds und C, dass halt die ganze Zeit die Abgase dir ins Gesicht blasen. Aber ja, dann gehen wir einmal hier hinten dran. Ihr seht das Ganze, ist natürlich zu schwer, ist klar, ne? Aber ihr seht, dynamische Kabelschläuche sind mit vorhanden. Animationstechnisch geht da hinten gesehen auch alles. Also von daher eine nette Sache. Bleibt zu guter Letzt noch der Log übrig. Ihr seht, der ist sauber. Könnt ihr euch also, was das angeht, bedenkenlos downloaden. Nun, Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung mit verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssi, Kowski.